Hallo, ich bin die Mona. Und ich bin der Bernhard. Wir sind immer auf der Suche nach spannenden Geschichten aus Fürth und heute sind wir bei Katrin Lehmann zu Gast. Und die wird uns hier am Kleeblatt Campus drei Orte mit besonderer Geschichte zeigen. Da kommt ihr schon. Hallo, Hallo Bernhard. Hi, servus, Hallo. Grüß dich. Gehen wir gleich los. Wunderbar, ja, sehr danke. Schön. Wir sind ja fast schon in einem Heiligtum von Fürth hier, denn hier ist die Spielvereinigung zu Hause. Aber du bist ja hier auch zu Hause. Wie kommt's denn da? Ja, man kann sagen, dass diese heiligen Hallen sozusagen unser Pausenplatz ist oder unsere Außenstudienräume, weil hier am Kleeblatt Campus, das ist ein privater Hochschulcampus, man kann studieren bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Wir bilden hier sportverrückte BWLerinnen und BWLer aus, die irgendwann mal im Sportbusiness gerne Fuß fassen möchten. Wie kamst du denn auf diese Idee des Sportbusiness Campus? Was war da dein Antrieb? Es ist eigentlich eine ganz einfache Idee. Ich bringe die Bildung zum Sport. Ich öffne die Stadien, die tollen Arenen, um Lehrsäle zu sein und Lernsäle vor allen Dingen für die Studierenden. Es hat ein bisschen auch mit meiner Vita zu tun. Ich war selber Spitzensportlerin. Ich habe in vier verschiedenen Ländern gelebt und studiert. Ich habe auf drei verschiedene Arten studiert. Mein Vater war an der ETH Zürich. Ich bin in der Uni groß geworden. Und eigentlich kann man sagen, ich habe meine Vita genommen, tolle Menschen und Umgebungen gesucht, um diese Idee umzusetzen. Begonnen hat alles hier in Fürth. Ja, wie kam es dazu? Das kann man sagen. Der Kleeblatt Campus hier in Fürth, das ist der Pioniercampus. Und die Spielvereinigung Greuther Fürth ist auch jemand, der unglaublich gerne innovativ arbeitet, auf der Suche ist nach neuen Ideen ist und vor allem den Mut hat, diesen umzusetzen. Das ist ja der große Unterschied. Und so haben wir uns auf dieser Ebene gefunden und gesagt, das machen wir gemeinsam. Wir begleiten junge Menschen, die sich gerne bilden möchten, mit unserem Know-how. Und das ist eine wunderschöne Idee, hier nicht nur das Gras wachsen zu sehen, sondern auch junge Talente, die in die Wirtschaft gehen. So, jetzt sind wir hier bei der Infra Fürth Kleeblatt Academy. Was ist denn die Geschichte dahinter? Ich war ja selber auch Fußballprofi und hier trainiert ja der Nachwuchs von der Spielvereinigung Greuther Fürth. Und hier treffen sich Wünsche und Träume, aber auch ganz viel Leidenschaft und natürlich auch Professionalität. Und das Riechen des frisch gemähten Grases, das erinnert mich irgendwie auch so ein bisschen an meine eigene Vergangenheit. Deswegen habe ich unglaublich gerne auch Seminare hier. Jetzt kommst du ja durch den Fußball ganz schön rum in der Welt. Wenn du zurück nach Fürth kommst, was ist dann für dich so besonders hier? Ich komme unglaublich gerne zurück nach Fürth, weil Fürth für mich unglaublich grün ist. Nicht nur wegen der Farbe, sondern weil ich mit Grün auch ganz viel Aufbruch, Mut, Frechheit verbinde. Und ich war ja irgendwie auch anders als andere Kinder. Und das darf man hier in Fürth sein. Im Gegenteil, man kriegt noch Rückenwind, wenn man mutig etwas kreativ umsetzt. Dann ganz, ganz viel Erfolg dabei. Dankeschön, und vielen Dank. Vielen Dank für das tolle Interview. Danke, hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank, wirklich schön. Vielen Dank, cool. Dankeschön.